Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Samoa. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Samoa. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann wie gewohnt ein kleines Fazit. Samoa ist ein Spiel vom Autor Lars Janssen, ist erschienen bei Huch. Es ist für 2 bis 4 Personen, dazu später mehr im Fazit. Ab 10 Jahre spricht also für ein etwas gehobenes Familienspiel. Ansonsten Familienspiele sind für mich oftmals ab 7, ab 8 Jahre und geht von der Zeit etwa 25, 30 Minuten. So müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Schöne Box, schöne Masken und die Masken kommen natürlich auch in diesem Spiel vor. Die 5 Masken in den unterschiedlichen Farben, die legt ihr einfach mal in die Mitte. Ihr lasst links und rechts noch etwas Platz, da kommen nämlich weitere Karten dazu. Die restlichen Karten mischt ihr und dann liegen ja hier auf der Seite noch die 5 Masken, auch in der jeweiligen Farbe und die werden natürlich gut gemischt. Und jeder bekommt natürlich so eine Maske zugeteilt, die man sich anschaut. Die anderen sollten das nicht sehen. Die anderen nimmt man dann einfach auf die Seite, aber jeder hat seine Maske. Ihr spielt das Ganze über 3 Runden und versucht natürlich für eure Maske möglichst viele Punkte zu generieren. Das heißt, es sind ja hier Plus- und Minuskarten hinterlegt. Am besten natürlich, ihr legt jede Pluskarte neben die Karte eurer Maske. Das könnt ihr machen. Es wird einmal nicht funktionieren. So kann man schon sagen, weil ihr bekommt ja Pluspunkte. Aber die Mitspieler müssen am Ende der Runde auch erraten, welche Maske ihr habt. Das heißt, bei jedem Mitspieler geben sie einen Tipp ab. Und deswegen gibt es auch hier einen Block, wo man den Namen dann einträgt. Und lege ich jede Pluskarte an meine Karte dann an, dann tippen wohl die Mitspieler mit großer Wahrscheinlichkeit darauf, dass diese jeweilige Maske mir gehört und haben alle richtig getippt, wenn ich nachher meine Maske aufdecke. Und liegen richtig. Das heißt, alle haben diese Maske dann getippt. Dann bekomme ich gar keine Punkte. Also ich muss schon schauen, damit, dass ich die Karte ein bisschen verteile. Es ist so ein Bluff-Element, dass ich also nicht gleich oder gar nicht am besten verrate, welche wohl meine Maske ist. Ihr seht hier den Wertungsblock. Das heißt, das ist in Kürze. Ihr spielt es über 3 Runden. Das heißt, es werden immer wieder neue Masken zugeteilt. Und für jede richtig korrekt erkannte Maske bekommt ihr sogar nochmal 5 Extrapunkte. Aber jetzt erst einmal das Ziehen von den Karten. Wie funktioniert das? Recht einfach. Es heißt, ihr zieht eine Karte, schaut sie euch an und legt sie, ich lege sie einfach mal hier hin. Ja, bin ich jetzt derjenige mit der grünen Maske vor mir oder nicht? Ist ein Bluff-Element. Der Nächste zieht auch eine Karte und legt die Karte vielleicht hier hin. Nächste zieht wieder eine Karte und legt die Karte hier hin. Da merkt ihr, ihr könnt links und rechts Karten hinlegen. Sobald allerdings hier insgesamt 5 Karten liegen, das heißt, ich mache jetzt einfach mal hier jetzt weiter und lege hier die letzte Karte hier hin, dann kommen diese Karten, sind ja insgesamt 5, diese Karten kommen raus und die anderen werden dann hier drunter geschoben. Ihr dürft euch also nicht verdächtig machen. Immer wenn die 5. Karte platziert wird, also in der Summe von beiden Seiten 5 gegeben, werden die drunter geschoben. Und das Spiel geht natürlich so lange, bis der Stapel aufgebraucht ist. Es gibt natürlich noch Sonderkarten. Die sind gar nicht mal so schwer. Die habe ich jetzt extra auf die Seite genommen, damit ich es euch gleich zeigen kann. Zum einen haben wir hier diese 2-mal. Das heißt, zieht ihr diese Karte, ganz klar, seid ihr 2-mal im Zug. Das heißt, ihr zieht 2-mal und könnt natürlich hier mehr Karten anlegen. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, eine Karte hier aus der Auslage mitsamt dieser Karte zu entfernen. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist, er legt die Karte einfach irgendwo an und die hat dann den Wert von -2. Oder hier auch eine schöne Möglichkeit, ihr könnt eine Karte switchen. Liegen hier vielleicht sehr viele Pluspunkte und da liegen Minuspunkte. Dann kann man auch hier eine Karte auf die Seite legen. Dazu kann man jetzt diese Karte nutzen. Oder ihr nutzt die Option, legt sie einfach an. Hier sind es +5 auf der jeweiligen Seite, die ihr anlegt. Das sind die Optionen, die ihr habt. Und wie gesagt, sobald alle Karten weg sind, dann wird erst einmal abgestimmt. Es wird noch nicht gespickelt, wie viele Punkte da jeweils drunter sind, sondern es wird abgestimmt. Jeder nimmt sich quasi aus so einem Blatt, ist doch gut gemacht, ist doppelseitig, tragt die Namen dann ein. Das kann zu zweit richtig gemeint sein letztendlich, weil ich habe es ja angesprochen, wenn alle auf den Spieler tippen und haben richtig geraten, dann bekommt der keine Punkte. Das ist natürlich zu zweit nochmal eine große Herausforderung, aber jeder trägt hier die jeweiligen Namen der Mitspieler dann ein
und bekommt natürlich dann hier bei richtiger Übereinstimmung natürlich hier jeweils nochmal 5 Punkte, was natürlich auch auf die eigene Maske dann zutrifft. Und so werden die Punkte dann ausgewertet, hat man das dann abgestimmt, dann ist man natürlich neugierig. Jeder nimmt natürlich seinen Stapel und sagt, wow, klasse, ich habe schon mal hier 12 Punkte schon vor mir. Ja, aber 12 Punkte werden wahrscheinlich nicht reichen. Einfach die Möglichkeit, ja, Punkte zu vergeben. Ja, aber es geht nur über 3 Runden. Das heißt, in der ersten Runde, zweite Runde, dritte Runde braucht ihr möglichst viele Punkte. Am Ende entscheidet aber derjenige oder diejenige mit den meisten Punkten, weil der oder die hat das Spiel gewonnen. Samoa ist schon ein bisschen ein gemeines Bluffspiel. Ich würde es auch mit mehr als 2 Personen absolvieren, weil ihr könnt euch vorstellen, was zu zweit passiert. Da schaut man genau auf den Mitspieler oder die Mitspielerin, wo sie Karten hinlegt. Ich habe Partien erlebt, wo ich wirklich alles bunt hier hingelegt habe, klar, aber dadurch habe ich das Spiel nicht gewonnen. Ich habe Partien erlebt, wo ich einfach so eine Art 50-50-Joker gezogen habe. Ich habe sie immer zu 2 Farben gelegt. Habe natürlich gehofft, dass die andere Farbe nicht von meinem Mitspieler dann ist. Weil dann war natürlich die Überlegung, was tippt er? Ich habe aber auch Partien erlebt, wo ich hier auf gewisse Farben bin und die eine Farbe, die mir gehört, komplett ignoriert habe. Wo aber Mitspieler dann Karten platziert haben mit hohen Werten, wo ich mich schon gefreut habe, weil ich gedacht habe, oh, danke. Also da passiert wirklich alles in diesem Spiel, aber aus meiner Sicht, aus den Runden, eher ein Spiel, wo man mit mehr Personen absolvieren sollte. Und es ist natürlich auch schon ein bisschen gemein. Es ist gemein, deswegen spielt man es auch über 3 Runden. Weil in der einen Runde kann man mit 0 Punkte rausgehen, aber man kann, und das habe ich erlebt, auch noch das Spiel gewinnen. Das glaubt man gar nicht. Auch zu zweit habe ich das schon erlebt, wo ich gedacht habe, chancenlos, wenn man keine Punkte macht, aber geht man in der letzten Runde vielleicht noch ein gewisses Risiko, dann einzockt, was die Karten angeht. Braucht natürlich auch ein bisschen Glück, was man da zieht, aber da habe ich schon alles erlebt. Also so ein Bluffspiel, ein kleines Interaktiones, Ärgerspiel mit eher mehr Spielern am Tisch, da gefällt es mir auf jeden Fall mehr. Ab 10 Jahre ist das angegeben, ja, deswegen ab 10, weil dieses Bluff-Element, dieses Geheim, fällt den Jüngeren, was ich in den Runden erlebt habe, doch etwas schwerer. Mit dem, wo ich gespielt habe, jetzt auch mit meinem Sohn, da ist jetzt kein Problem gewesen, aber auch er hat gesagt, Mensch, das ist ja eher ein Spiel und da hat es auch besser funktioniert mit mehr Personen, wo man es zu zweit ein paar Mal gespielt haben, da haben wir gemerkt, ja, das ist nicht schlecht gemacht, aber da hat man dann doch schnell ein Gespür bekommen, da ist einfach die ideale Besetzung 3, beziehungsweise so wie wir da noch gespielt haben, idealerweise dann doch mit 10 Personen. Geht recht schnell, 30 Minuten, aber es ist jetzt auch kein Spiel, was wir da zack, zack, täglich auf den Tisch holen, rausholen. Wer solche Bluff kleinen Interaktionen dann mag als Ärgerspiele, der ist hier richtig aufgehoben, aber es ist jetzt für mich jetzt kein Spiel, wo ich sage, wow, das muss ich am nächsten Tag gleich wieder auf den Tisch holen, hängt aber auch ein bisschen mit der Spielgruppe, mit der Spieleranzahl, mit dem jeweiligen Personen dann zusammen. Wenn ihr es euch holen wollt, dann schaut einfach beim Händler vor Ort oder nutzt die unten genannten Links. Wenn ihr so ein kleines Bluff-Ärgerspiel dann sucht, ist ja vielleicht was für euch. Habt ihr schon gespielt, dann dürft ihr es natürlich gerne in den Kommentaren hinterlegen. Das zu allen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.